Hallo Assi Pals around the world und heute ist wieder hier euer Flyfreak mit der neuen Beaver DHC 2 Expert Level 2 und die bauen wir heute zusammen und das ganz coole davon ist natürlich haben wir sie von Hegoshop.ch ein bisschen was über den Flieger. Sie ist knapp einen Meter lang, hat 1,50 Spannweite, hat dazu das Fahrwerk, hat dazu die Schwimmer, wo ihr natürlich auch wegen der unten Plastikbeschichtung auch bauen könnt für auf Schnee. Dann die Anlenkung, alles zusammen dran. Also wirklich eine super Hammer Sache. Und sie fliegt mit 14,8 Volt mit 2200 mA und hat einen 50 Ampere Regler drin. Wiegt circa zwischen 1750 Gramm. Bei Vollgewicht mit den Schwimmern dran ist sie bei 1750, ansonsten circa auf 1400 bis 1500 Gramm. So, wir gehen an den Aufbau, liebe Leute, und habt viel Spaß. Guckt zu, dann könnt ihr es auch aufbauen. Vielen Dank nochmal an hegoshop.ch und jetzt geht's los. Als erstes machen wir das Fahrwerk dran. Da haben wir hier die drei Schrauben. Das sind einmal 8 mm 2,5 mm Länge, Breite und 8 mm Länge. Und die andere ist die 10 mm Länge und 3. Und die machen wir jetzt hier einfach schön fest. Da können wir schön hingehen. Jo, anschrauben. Anpassen. Und festschrauben. Die zweite Seite ist nun auch fertig und somit steht das Fahrwerk wirklich schön hier. Können wir hier schon hinstellen. Und dann gehen wir schon wieder weiter zum nächsten Schritt. Zum Heckfahrwerk, das wir jetzt natürlich hier hinten anmachen. Hier die Mahnenschraube auf der Seite ein bisschen lösen. Das Fahrwerk reinfahren und die Mahnenschraube wieder anziehen. Und natürlich darauf achten, dass das Hecksporenrad auch gerade drauf ist. Nicht, dass es schräg anzieht, das bringt euch dann nicht so viel. Mit ein bisschen Zweikomplein, den machen wir jetzt hier die Antenne oder besser gesagt auch die Fühler des kleinen schönen Beavers hin. Einfach ein bisschen reinmachen hier auf beiden Seiten. Dann beide nehmen und reinstecken. Nächster Schritt, wir nehmen die Carbonstange, die zur Stabilisierung der Hauptflügel ist, drücken die hinein, bisschen Anschlag und das wär's dann schon und jetzt gehen wir weiter zum Zusammenkleben der Flügel. Jetzt verkleben wir den Flügel mit das Zweikomponentenleim. Überall schön hier hin tun, an der Seite genau das gleiche, ein bisschen warten, bis der Leim angezogen hat und dann das Ganze zusammenkleben. Stecken wir hier diese Carbonstange hinein, bis zum Anschlag. Schön zusammenziehen, drücken, warten bis der Zweikomponenten schön angezogen hat und dann gehen wir zum nächsten Schritt weiter. Der nächste Schritt ist wirklich ganz einfach, wir machen das Höhenruder und das Seilruder hin. Dazu brauchen wir keinen Zweikomponenten, sondern nur zwei Schrauben. Ganz einfach das Höhenruder hinten reinmachen, reindrücken. Dann nehmen wir das Seitenruder, drücken es auch hier rein, drücken es schön fix an und verschrauben das Ganze schon. Dann sieht das schon ganz super aus. Und jetzt einfach von oben die Schraube reinmachen, schön anziehend, bis es fix ist. Und die zweite Schraube hier oben in das Loch reinmachen. Und dann passt das. Und jetzt einfach noch fest anziehen hinten. Schraube hat schön gefasst und fertig. Jetzt machen wir das Servoruderhorn noch am Höhenruder fest. Einfach hier die zwei Schrauben durchmachen, auf der anderen Seite anziehen. Und dann hält das schon, und dann bis die Schraube hier rauskommt. So, nächster Schritt, wir machen das Y-Kabel hier an die Querruder hin, einfach schön reinstecken, so damit es passt. Das auf beiden Seiten. Und dann kommen wir daran, den Hauptflügel oben hin zu machen. So, nachdem wir das Höhenruder angemacht haben, haben wir jetzt den Empfänger angeschlossen und gebunden, damit wir die Einstellung machen können, auch wegen des Seitenruders. Und natürlich des Höhenruders, was wir jetzt auch gleich hier anschließen werden. Und dann passt das eigentlich schon von Anfang an. Wenn wir den Check abgeschlossen haben vom Seiten- und vom Höhenruder, wie auch das Motor läuft, können wir weiterfahren zum Oberdeckerflügel. Jetzt haben wir die Querruder noch schnell angesteckt und kontrollieren auch, ob die noch funktionieren. Und die gehen tipptopp.
Am Ball noch ganz kurz, man könnte hier auch noch Flaps installieren. Die sind eigentlich schon vorbereitet. Hier unten könnte man einen Servo reinmachen, damit auch die Flaps funktionieren. Benötigen wir jetzt aber persönlich nicht. So, wie ihr jetzt hier schnell kurz reinschauen könnt, haben wir hier drin jetzt den ganzen Empfänger befestigt mit dem Satellitenempfänger dran. Machen jetzt das Ganze hier zu. Wenn ihr hier, wie ihr seht, habt ihr noch Kabel dran. Die sind nämlich eigentlich für die Beleuchtung des Fliegers, wo ihr vorne und in der und außen noch Lampen habt, wie eine, die hier hinten rankommt. Könnt das natürlich alles zusammen verlöten mit einem 7,2 Lipovolt Akku verbinden und dann leuchtet das ganz super. Da braucht ihr auch keinen Zwischenregler oder sonst was reinmachen. Das passt. Jetzt haben wir den Flieger hier schön runter, setzen ihn hier ein, drücken hinten schön runter und verschrauben das Ganze hier mit den vier Schrauben. Und somit könnt ihr den Flügel auch immer wieder wegnehmen, da wir ihn ja nicht verkleben. So, alle Schrauben schön anziehen, fixieren und dann haben wir den Hubflügel auch schon fertig. Jetzt kommen wir hier zum Licht, was wir hier oben machen können, das Positionslicht. Und einfach hier ein bisschen zwei Komponenten reinwickeln, nur ein paar Punkte, um das zu fixieren. Das reicht völlig, hier ein bisschen am Rand. Und in der Mitte ein bisschen rein. Und dann oben reinschieben. Und trocknen lassen. Hier die Schraube reinmachen für die Seitenverstrebung. Vom Oberdeckerflügel zum Flieger selber, zu der Biber, schön anziehen, das gleiche hier oben mit der Schraube reinmachen, auch wieder anziehen und fertig sind die Seitenstreben. Fertig anziehen, wunderbar, oben auch nochmal kurz anziehen und fertig ist das gesamte Seitengestell. So, jetzt machen wir diesen Spinner hier rauf, einfach raufstecken bis zum Anschlag. So, jetzt die Mutter hier schön festziehen für den Propeller und damit es hinten auch schön anzieht. Das muss richtig fest sein, damit die Made hinten auch zuzieht. So, schön anziehen, dann Seite auch nochmal anziehen und dann zieht das sich schön ran und sieht perfekt aus. Jetzt haben wir die Biber eigentlich fertiggestellt, fertig aufgebaut. Jetzt machen wir uns aber noch dran, die Schwimmer fertig zusammenzubauen und die wir dann nachher auch noch da machen können, um damit entweder auf Schnee oder auf Wasser zu fliegen. Im Schwimmer haben wir jetzt hier die Kartenstange reingemacht, die wir jetzt hier mit der 20 mm Schraube befestigen. Einfach hier schön rein tun, gucken, dass das Loch schön gerade nach oben ist, das Ganze anziehen und dann sollte es halten. Genau das gleiche machen wir hier auf der anderen Seite, auch schön reinfassen, anschrauben, genau das gleiche mit den anderen Flops auf der anderen Seite machen und dann gehen wir zum nächsten Schritt. Und jetzt stecken wir diese zwei Kartenrohre hier noch hinein, auch wieder durchstecken. Auf beiden Seiten wieder befestigen und dann passt es. So, das zweite Flops haben wir jetzt reingesteckt, hier auch wieder mit der Schraube angezogen, hier hinten nochmal mit der Schraube befestigen und schon sind die Flops mal zusammen. Jetzt befestigen wir hier die Seitenverstrebung bei dem anderen Ruder. Die können wir hier oben einfach reinstecken, entweder mit der Hand oder mit der Zange, aber mit der Hand funktioniert das eigentlich tipptopp. Und dann kann man dann hier miteinander bewegen, den Akku schön auf die Seite, das kann man hier dann ein bisschen einstellen. Und wir dann machen jetzt hier die Seitenstreben fest. Für die Schwimmer beiden Seiten da machen, man kann es dann nur ein bisschen verschieben und dann festziehen. Die hinteren Streben haben wir jetzt auch noch angemacht und somit ist es eigentlich schon fix fertig, damit wir es an den Flieger selber ranmachen können. Das war auch noch der Aufbau der Schwimmer. So, hier haben wir noch die kleinen feinen Drähte, die sind dafür da, damit wir dann hier die Verbindung zum Flieger hier und hier befestigen können, damit es richtig fällt. Und hier sehen wir noch, wie wir die Seitenwinkel jetzt beim Höhenruder noch antun. Damit kann man noch schöner fliegen, stabilisiert den ganzen Flug, auch wenn man vielleicht noch einen Seitenflug reinmacht. Und danke nochmals fürs Filmen bei RCL Chat. Hello, peoples. So, was passiert around the world? Hier ist die Biber von himbushop.ca, inklusive den Schwimmern mit dabei. Jetzt kann man noch selber die Deckels anmachen, also den Flieger sozusagen beschriften und mit dem Bezug machen. Wie zum Beispiel No Steps oder so auf dem Flügel oder sonst was. Habt viel Spaß, wir bringen euch drei Videos. Einmal im Wasser, einmal auf dem Schnee und einmal auf Land. Und da hoffen wir auf gutes Wetter. Dankeschön und bis zum nächsten Mal, euer Fallfreak. Und danke, herzlichen Dank, und hebushop.ca.